10, raus aus den Top 10 in die Top 20. Ja gut, aber was ist, oh, wow, wow, was sehen wir da am Auto von der Startnummer 88? Feuer am Honda Civic von Moritz Österreich. Da züngeln die Flammen aus der Motorhaube. Beim Rausbeschleunigen aus der Hasseröder Kurve war da auf einmal Feuer zu sehen. Und sofort ist Moritz Österreich aus dem Auto draußen. Also da schon mal die Entwarnung. Und vielleicht wäre es jetzt gut, wenn ein Streckenposten mit einem Feuerlöscher kommt. Er hat noch die Nerven und macht mal eben noch mal die Motorhaube dort vorne selber auf. Ja, heiß ist es auch definitiv. Und jetzt sucht er Hilfe, oder er schaut und sucht Hilfe, schreit nach einem Feuerlöscher. Liebe Leute, bitte kommt noch mit einem Feuerlöscher. Mein Auto fackelt gerade ab. Kommt dem Streckenposten entgegen. Komm, 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 gib mir den Feuerlöscher. Im Moment, ja, Feuerlöscher da. Mit Feuerlöscher im Gepäck, im Vollsprint. Wieder zurück zum Honda Safety Car. Natürlich draußen, aber das Beruhigende ist jetzt erstmal, zumindest das, was wir vorhin schon gesehen haben. Die Flammen aus der Motorhaube, doch, sie sind noch da. Jetzt kommt auch ein Streckensicherungsfahrzeug und Moritz Österreich hält selber drauf, hält selber rein. Jetzt bekommt er Hilfe. Also ich glaube, das Feuer ist dort gelöscht. Hat etwas gedauert, aber riesige Reaktion von Moritz Österreich dort in diesem Falle. Tja, auch wenn es bitter nötig war. Streckensicherung da, Safety Car draußen. Tja, und so fangen wir sie wieder ein nach dieser wilden Aktion, wo wir gesehen haben, beim Rausbeschleunigen Hasseröder auf einmal Flammen aus dem Motorraum des Honda Civic TCR von Moritz Österreich. Da sehen wir es nochmal. Kommt dort raus, fährt schon gar nicht mehr auf die Curbs. Und ja, das sieht mir einfach mal schlicht und ergreifend nach kapitalem Motorschaden aus, weil es war wie eine Art Explosion, als er rauskam und auch hinten der Rauch aus dem Auspuff dann aufstieg. Da würde ich mal sagen, da gibt es einiges gerade zu biegen. Nicht was die Karosserie anbetrifft, aber seitens der Technik. Also hier kapitaler Motorschaden, der sieht dann so aus, wenn es dann raucht und qualmt und vor allen Dingen, wenn es dann brennt. Und nochmal die Slow Motion, wie sich der arme Moritz Österreich hier händeringend nach einem Feuerlöscher umgesehen hat. Streckenposten kommt, hatte ich kommentiert, sind wir erstmal froh, dass nicht mehr passiert ist. Er hat auf jeden Fall seine Sprint- und Konditionsübung für heute hinter sich gebracht und hat dann sein Auto, den Honda Civic vom Team Honda ADAC Sachsen, selber erstmal löschen können. Hilfe war da, Safety Car draußen, Markus Österreich. Markus, dem Junior geht es allerbestens, nichts weiter passiert, bisschen außer Atem natürlich, aber läuft gerade eben in Richtung seines frisch abgeschleppten Hondas, also da schon mal ganz klar nicht, keine Angst. Oh, was ist denn da los? Wer fährt denn da durch die Rabatten? Gleich mehrere. Auch nicht so schlecht, muss man ganz klar sagen, wenn man in der Safe